Ja, guten Morgen hier aus Canmore. Heute geht es für uns erstmal zum Lake Louise und von dort dann wahrscheinlich auf den Big Beehive, vielleicht auch nur auf den Little Beehive, je nachdem wie die Schneeverhältnisse dort sind. Müssen wir dann mal schauen. Ja, und im Anschluss schauen wir uns vielleicht heute sogar noch den Lake Moraine an. Es hängt aber davon ab, wie voll die Parkplätze dort sind. Wir sind heute auch extra früh unterwegs, weil die Parkplätze am Lake Louise werden auch ein Problem sein. Viel Spaß mit dem Video! So, wir sind gerade am Lake Louise angekommen und jetzt gehen wir rauf Richtung Little Beehive, Big Beehive. Müssen wir mal sehen, wie die Schneeverhältnisse oben sind. Dass wir noch einen kleinen Abstecher zum Little Beehive machen und danach schauen wir dann, ob wir auch rüber bis zum Big Beehive kommen. Unten standen halt Schilder dran, dass da gesperrt ist wegen Lawinen oder Lawinengefahr, wie auch immer. Müssen wir dann sehen, wenn wir da drüben sind. Ja, zur Sicherheit sollte man natürlich auch immer einen Bärenspray dabei haben. Gibt es bei Canadian Tires zu kaufen, ja, für etwa 30 bis 35 Euro. Wir haben es doch noch bis zum Big Beehive geschafft. War dann doch ein bisschen schwieriger, weil wir halt den normalen Weg nicht mehr gehen konnten. Da war halt sehr viel Schnee drauf, deswegen musste man den Weg die ganze Zeit abkürzen. Für den Abstieg müssen wir jetzt mal sehen. Da versuchen wir wahrscheinlich die andere Seite runter zu gehen. Die ist zumindest offiziell nicht gesperrt, der Weg. So, wir hatten doch Glück und haben noch einen Parkplatz am Moraine Lake ergattert.